106.000. Hat sie das Ding gleich wieder refinanziert, sag ich mir das? So, ich brauche dich bitte mal an der Betonmischmaschine. An der Betonmischmaschine, also was hast du denn gerade ausgepackt? Ach, ich sehe schon. Lies ihn an, bitteschön. Ist nicht mehr viel drin, aber gönn dir. Okay, das ist eine Menge. Warte mal kurz, ich habe doch vorhin Level gemacht. Eben mal schnell Betonviskosität leveln hier. Zack. Ich habe keine Punkte. Armes Putt-Putt. Bin gleich leer. Bin jetzt leer. Ich auch. Alex! Bitte. Da ist der Stoff. Gießen, du musst gießen. Ja, der kommt dann doch aus dem Reich raus. Mist. Ich frage mich, wofür diese Muldi hier ist. Ohne Witz. Der Aufzug. Das wäre ein sehr kleiner. Das wäre ein sehr, sehr kleiner Aufzug. Ein sehr kleiner. Ein Ein-Personen-Aufzug. Mehr braucht sie auch nicht. Es ist ein Bahnhof. Hast du schon mal einen Bahnhof gesehen, wo dann... In Fischbach. Stimmt. Das erklärt einiges. Wir befinden uns hier in Fischbach. Das ist keine Großstadt. Diese beschissenen... Aber dafür haben die einen ziemlich großen Bahnhof. Wie viele Gleise haben die denn hier? 2. 4. Oder? Sehe ich das richtig? Ja. 4, also 2 Gleise jeweils. Insgesamt halt 4 Plattformen. Das ist schon ein größerer Bahnhof. Ein bisschen. Das ist kein Provinzbahnhof. Mal die ein großes Bahnhofsgebäude bekommen und jetzt noch einen schicken neuen Anbau. Baumaschine ist leer. Jo. Kommt. Alex! Du liebst es, dich zu beschweren. Ich kann gar nicht so schnell nachfüllen. Ja, komm. Häng weg. Muss doch irgendwann auch mal Abend essen, ne? Also. Ja, kenn ich. Ich auch gerade. Ich meine, die Giottos hier essen sich nicht von selber. Das ist doch kein Abendessen. Nicht? Mhm. Henrik, hinten links ist noch rot. Ich komm da nicht hin, ist zu weit weg. Mich dünkt, wir haben nicht die größte Maschine. Doch. Betonpumpentechnisch haben wir schon die größte. Eine der größten. Boah, diese scheiß Betonpfeiler. Ja, gut. Du könntest den ersten Arm einmal hochklappen. Das würde, glaube ich, ein bisschen was bringen.
Den A-Arm. Genau den. Und jetzt nur noch mit den anderen. Das sollte eigentlich besser funktionieren. Weil jetzt bist du von der Höhe her über den Pfeilern. Und ich warne schon mal vor, ich bin gleich leer. Dann kauf doch jetzt schon mal nach. Kann ich nicht. Weil dann würde ich den leeren. Alex! Los, weiter. Mach. Ich freue mich schon auf Betonviskosität plus 30, wenn ich den vollen Bonus habe. Nochmal plus 30 um drauf oder insgesamt plus 30? No idea. Ich glaube insgesamt plus 30. Machst du sehr schön mit. Ich stell dir mal vor, wir hätten jetzt keine Betonpumpe. Wir müssen das ganze, den ganzen Scheiß von vornherein mit dem Kübel machen. Und immer wieder auffüllen. Wir hätten uns schon irgendwann eh eine gekauft. Ja. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass sie. Dass sie teilweise die Boni nicht richtig mitberechnen. Alex! Ja! Henrik! Du hast so absolut gar keinen Zwischenspeicher bei dir drin, ne? Ne, der ist in 2-3 Sekunden gießen leer. Ja. Nicht mal. Aber ich glaube, den Rest kriegst du mit der Füllung hin. Wir, wenn nicht. Wieder stark hoffen. Die Decke da hinten wird einfach mal nicht betoniert. Ja, also. Nur damit die Rathauschefin bereit weiß hier. Scheit weiß. Bereit, Scheit. Scheiß. Genau. Ich mache einen Witz, du machst ihn schlimmer. Sehr schön. Ich fand das tatsächlich lustiger. Dieses Bereinscheiß, von dem du redest, ist es im Raum mit uns? Ja. Es ist jetzt gerade hier. Boah, ey. Jetzt klappt ihr doch noch ein, ey. Warum klappt ihr das ein? Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Aber das erklärt auch. Ich habe das sonst immer nicht hingekriegt mit dem Einklappen. Probier das bitte nochmal, ob du das irgendwie hinkriegst. Ja, sobald der eine gewisse Einklappmarke erreicht, klappt der runter. Gut zu wissen. Auspacken bitte. Jo. Alex, bitte packen Sie einmal da aus da und dann wieder auch einmal da. Hier aus. Dankeschön. Da, Schalung ist auch nochmal da. Hier, warte. So. Bitteschön. Zeit zum mehr Gießen. Sehr schön. Jetzt guck ich gerade mal. Ich muss mich jetzt was im Kran. Ja, muss reichen. Ja, doch, das ist der Aufzug.
Gold, ja. Ich, ja. Habe ich einen Angehang? Ja, ich habe einen Angehang. Ich hoffe, ich bin hoch genug. Ja, sehr schön. Alex! Ich bin im Kran. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Was soll das denn für eine Ausrede sein? Was soll das denn für eine Ausrede sein? Ein bisschen drehen. Ja, ich will dir damit nett formulieren, dass ich Besseres zu tun habe. Definieren Sie bitte mal, was genau haben Sie Besseres zu tun, als hier den Chef auf der Baustelle zu unterstützen? Den Chef? Ja, denn wir wissen alle, wer hier die meiste Arbeit macht. Das kann vielleicht sein, aber auch nur, weil du bezahlt wirst und ich nicht. Gut, dass ich mich selber bezahle, das muss ja keiner wissen. Aber du bist der einzige Angestellte, der hier Lohn kriegt. Du bist allgemein auch der einzige Angestellte. Tja, hast alle anderen aus dem Job rausgegrault, wa? Ja. Ah. Uah. So. Die Betondame ist wieder da. Danke. Weißen Sie Ihres Amtes. Konzentriere dich einfach nur aufs Gießen. Und noch hast du. Noch bist du versorgt. Ja. Ja. Bitte. Sollte aber reichen. Ich guck mal währenddessen mal den Aufzug schafft an. Er ist verriegelt. Da kommst du nicht rein. Aber jetzt sieht er ein bisschen größer aus. Das war tatsächlich nur der unterste Bereich vom Schacht. Die Kabine an sich ist ein wenig größer. Zwar immer noch klein, aber ein normaler Aufzug. Bin doch über dem Ding drüber. Warum zählt das nicht? Warte. Das ist eine ganz schöne Sisyphusarbeit, ne? Sisyphus mal muss. Hier kommt bestimmt das Scheißhaus hin. Alter. Ich meine hier zwei aus Beton bestehende abgetrennte Räumlichkeiten. Brauchst du schon wieder was? Oh. Ja, das habe ich gerade verkauft im letzten Bums. Oh, aber du hast es geschafft. Ich musste nicht abbrechen. Oh, cool. Bitte in Zukunft immer so. Dankeschön. Das ist aber nicht effizient. Hans Werner, wir sind fertig. Oh Mann. Ich sehe schon. Viel Spaß. Außerdem, warum bin ich eigentlich nicht Graffahrer? Keine Ahnung. Radfahrer. Möp, möp. Das war LKW-Fahrer.
weil dieser Kran ja auch nicht hupen kann. Oder kann er? Drück mal H. Nein, ich habe gerade schon, H gedrückt. Nimm doch unseren Truckowitz. Oh, und ja. Arbeiten. Ja. Sag mal, aber das Ding verschwendet hier die ganze Zeit Beton. Kannst du das bitte mal ausmachen? Nee. Das ist für die Akustik wichtig, weißt du? Wir haben übrigens 500.000 erreicht. Ich würde sagen, für den Erfolg lassen wir mal die Millionen jetzt ansparen. Weil wir brauchen, glaube ich, für die nächste Ausbaustufe wirklich 1 Million an Firmengewinn. Firmenkapital. Ich kann schauen, wie weit ich hier bauen kann, aber sehr weit wird es wahrscheinlich nicht sein. Ansonsten holst du dir halt das den... Spiel ja Arschloch ist. Warte mal, dann hol dir doch den Mobilkran. Für deine Seite. Ich guck mal, wie weit ich komme. Also wir haben ja nur einen Normalkran. Ich blicke hier ehrlich gesagt nicht ganz durch, welches Element wohin kommt. Ich muss es einfach nur grob schätzen. Das ist die maximale Weite, wie weit ich komme. Das ist gerade mal die Hälfte. Ah. Ja. Wir könnten uns zur Feier des Tages auch den kleinen Mobilkran mieten, weil dann kann ich den schon mal testen, wie gut der ist. Ja, gut, den habe ich ja schon getestet, aber ja, kannst du gerne machen. Irgendwie ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Planierraupe gekauft habe. Die war irgendwie unnötig. Die hätten wir uns auch weiter mieten können. Mobilkranowitz, da ist er. Dein Mobilkranowitz. Ach, wie viel? Nur 4000. Never. No, direkt abgesetzt. Was ich mich gerade ein bisschen frage, warum bauen wir links und rechts was auf und in der Mitte nicht? Ist das in der Mitte offen oder was? Aber wenn es wird nicht, auf jeden Fall. Es wird aber nicht in der Mitte offen bleiben, weil da ist ja ein Aufzug in der Mitte, der in die erste Etage führt. Die wollen eine erste Etage haben? Ja. Das kostet aber extra. Das berechnen wir auch extra. Ich räume mal eben den Stau hier auf, ja? Ich höre es nur. Guck mal, kaum ramme ich ein Auto weg, fahren sie alle los. Wie schön. Die fahren um ihr Leben. Das ist nichts Freiwilliges. Das bestätigt übrigens meine Vermutung, dieser scheiß Blitzer ist unser Körper. Er ist der Feind aller Autofahrer. Er muss umgebracht werden. Hast du schon mal einen Blitzer gesehen, der Freund aller Autofahrer ist? Es gibt keinen Blitzer, der ein Freund ist. Alle Blitze sind von Natur aus dem Autofahrer böse. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich konnte gerade eben eine Platte anheben, ohne dass der ganze Laden durch die Gegend geflogen ist. Ich bin stolz. Hör auf zu lügen, bist du nicht. Ja, doch, ich mach das ja hier ganz... Ich bin stolz auf das Spiel. Auf dich aber auch. Ein Stück weit. Na. Passt. Passt, wackelt, hat keine Luft. Doch, passt, wackelt und hat noch ein bisschen Luft. Luft nach oben. Also war nicht lustig. Nein. So, ich wollte ja aber vorhin erzählen von dem tollen Busfahrer, den ich heute hatte. Ja, wir fahren gerade so aus Duisburg raus, gerade auf die Autobahn. Stau, wie jeden Tag.
Okay, der Bus fährt über die Autobahn, auch nicht schlecht. Ja. Ich würde mich freuen, wenn meiner über die Autobahn fahren würde. Ja. Und ist natürlich Stau, wie immer, auf der A40 um die Zeit. Fährst du los? Meinst du? So ganz spontan macht er so eine Durchsage an, also sein Mikrofon. Sonst macht er das eigentlich immer nur an, wenn irgendeine Arschkrampe seine Maske wieder nicht richtig auf hat und mal eben über den Bordfunk verwarnt werden muss. Geht er einfach hin, sagt so: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja heute den 25. Oktober. Das bedeutet, in genau 2 Monaten ist der erste Weihnachtsfeiertag. Und im Namen der NIAC und unserer allen Familien hoffe ich, dass wir auch bis dahin zu Hause angekommen sind. Wow. Und später, als wir bei uns nach Neukirchen reinfahren, meint er so: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin's nochmal. Große Fragerunde. Was ist schlimmer als ein Fahrstuhlwagen vor Ihnen im Straßenverkehr? 2 Fahrstuhlwagen. Richtig, 2 Fahrstuhlwagen im Straßenverkehr vor uns. Cool, cooler Busfahrer, wirklich. Und dann so ganz zum Ende, bevor wir in Flühen ankommen, meint er noch so: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin's jetzt nochmal, diesmal aber wirklich offizielle Ansage. Sie alle wissen von der Umleitung in Flühen wegen dem Glasfaserumbau. Die Haltestelle Flühner Platz wird nicht bedient. Und wahrscheinlich jeder, der im Bus sitzt, weiß das mittlerweile. Weißt du, sonst machen die einfach ihre automatische Durchsage da: Sehr geehrte Mitfahrer, aufgrund einer verkehrsbedingten Störung nimmt dieser Bus seine Umleitung. Die NIAC hat sogar die Standardfahrpläne, die sie über diese Displays anzeigen, angepasst mittlerweile. Ja, also. Okay, was ist denn das für eine Riesenbaustelle, bitteschön? Ah, Deutschland, natürlich. Da muss den ganzen Fahrplan erstmal. Glasfaserausbau. Nicht für ein Jahr, 3 Monate. 2 Monate, nicht mal. Das soll bis Mitte November laufen. Das ist jetzt Ende Oktober losgegangen. Nee, Moment, falsch. Wir haben Mitte, Ende Oktober, das ist Anfang Oktober losgegangen. So rum. 1,5 Monate, circa. Passt, wackt aber mit Luft. Auf jeden Fall, ich frage mich so die ganze Zeit, hat der Busfahrer irgendwie heute seine Lohnerhöhung bekommen oder warum ist der so gut drauf? Ich finde das cool, wenn Busfahrer oder generell Personal des ÖPNV gut drauf ist. Mir hat mal Zugführer gesagt, sollte im öffentlichen Personennahverkehr mehr Rechte bekommen. Die NIAC und die ganzen öffentlichen Personennahverkehre sollten einfach in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen schreiben, dass der Grund und Boden innerhalb des Fahrzeugs Eigentum der NIAC und des öffentlichen Personennahverkehrs ist und daher eine Person, die den Bus oder den Zug betritt, sich den Gesetzmäßigkeiten innerhalb des Busses unterwirft. Und dadurch kann der Busfahrer Rechte ausüben und sagen: Du fährst heute nicht mit, du Arschloch, weil du dich nicht benehmen kannst. Gut, das können die aber sowieso machen, ne? Also der Busfahrer hat ja per se das Hausrecht. Wenn du dich kacke verhältst, dann darfst du nicht mitfahren. Das Recht ist ja denen standardmäßig gegeben. Ja, aber die müssten da viel häufiger Gebrauch von machen. Scheiße, ich glaube, ich komme da nicht dran. Betonierst du die Decke bitte ordentlich? Ja, ich versuche doch. Ich komme da nicht dran. Muss ich mit meinen 10% Bonusviskosität eben mal ankommen hier? Ey, wenn ich das jetzt nochmal umsetzen muss, kriege ich einen Anfall. Ein Anfall in der Aufnahme ist nicht sehr professionell. Hohoho, Shots feiert. Ey, Alter. Sache, die wird ist, aber ich glaube, ich muss das Ding wegen 1% immer neu umsetzen, ist ja, denn ich finde hier noch irgendwo eine Ecke. Ah, da hinten ist noch eine Ecke, bitte. Dankeschön. Verdammt.
du das Ding hier mal fertig. Ich hab das vorletzte Stück Beton. Ich hab 17 Elemente, also das dauert ein bisschen, ja? Ja, dann sagen sie alle, du. Geh mit dein scheiß Arm da weg. Sonst mach ich den kaputt. Ich mag den kleinen Kran. Er ist knuffig, ne? Ja. Wir ziehen zum 7. November in unser neues Bürogebäude. Oder es ist zumindest geplant, dass ab dem 7. November der Prozess des Umzugs beginnt. Mach runter den Scheiß. Ein Räumchen. Gießen Sie, gießen! Ich setze mich jetzt mal auch hier in die Betonmaschine und pump mal ein bisschen da Beton durch die Gegend hier. Zacki, zacki. Oh, die ist ja fast schon wieder leer. Ja. Leg los. Henrik. Das ist doch schon da. Ja, okay. Ich wollte mich einfach nochmal beschweren. Hallo? Wie du das auch immer machst. Zu Unrecht, möchte ich mal betonen, zu Unrecht beschwerst. Kripp, 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 okay, kripp, hier kripp. Ist irgendwie gerade Dingens in der Nähe. Warte mal. Irgendwas blockiert. Ah, oh, I see. Warte. Einmal bitte W drücken und dann Pfeil runter. Mehr weh, mehr weh, mehr weh. Ja, das muss jetzt aber reichen. Guck mal, wie schön. Wir müssten jetzt noch einen dritten Autokran hier hinstellen, einfach der Dekadenz halber. Damit man von überall aus der Stadt sieht, okay, da ist eine Baustelle. Pump, Alex, pump! Du hängst gleich wieder fest, wenn du so weitermachst. Das ist ja das Problem. Das will ich ja gerade vermeiden. Dann drück mal den A-Arm hoch und dann nimm mal den B-Arm. Ja, wenn ich wüsste, welcher mehr. Ist. Okay, hier. W und Pfeil runter. Ja, mehr W, mehr W, mehr W, viel mehr W. Du bist mir lustig. Ich weiß auch gar nicht, was W bedeutet. Ich bin auch hier mit dem Controller am Spielen. Ja, dann geh an die Tastatur. Kein Mensch braucht Tastatur. Apropos, wann spielen wir Breakpoint? Weil ich gesagt habe, kein Mensch. Und dann bist du natürlich auf Breakpoint gerade die Idee gekommen. Gar nicht. Nein. Bei Maus und Tastatur brauchst du zum Spiel von Ghost Recon Wildlands und Ghost Recon Wildlands erinnert mich an Ghost Recon Breakpoint. Das sind vollständig unterschiedliche. Das Spiel ist spielbar. Kannst du Sinning fragen, wenn du den überredet bekommst, bin ich dabei. Sinning! Da muss aber schon gut sein, kann ich jetzt schon garantieren. Ich sag Sinning einfach, ich schenke ihm Breakpoint. Ich guck mal gerade, wie viel das gerade auf Instant kostet. Ist das nicht Bestechung? Henry! Hochbaumaschine ist leer. Geht weiter. Pump, 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 pump! Oh, ich glaube, Instant Gaming ist down. Ich krieg die Webseite nicht geöffnet. Ja, du musst erstmal einen Browser dafür nehmen, ne? Arsch. Ich bin im Firefox. Warum geht Instant Gay nicht? MMOGA geht, aber Instant Gay geht nicht. Down. Wow, 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 wow. Moment mal. Fertig. So, die nächste Runde darfst du gleich wieder gießen. Ich stimme mich schon ein.
Alex. Ich kann MMOGA nicht. Ich kann Instant Gay nicht öffnen. Okay, dann muss ich über MMOGA gehen. Ghost Recon Breakpoint. 12,49 €. Die Ultimate kostet 26,49 €. Schenkst du der ganzen Gruppe. Toll. Das ist 78% im Preis reduziert. Das Ultimate kostet 120 €. Das zeugt davon, dass es ein sehr gutes Spiel ist. Ich will ja nichts sagen, aber das ist es definitiv nicht wert, Ubisoft. Oh, ich glaube, da komme ich nicht hin mit der Kranlänge. Ja, aber doch. Kein Problem, das krieg ich. Klar komme ich da hin. Ich muss mich noch ein bisschen bemühen. Das kriege ich auch alleine hin. Das sind 3 Deckenelemente. Guck mal, wie lang kann ich den hier elongieren? Elongieren? Ey, seit wann verwendest du denn so ein Wort? Tu nicht auf eloquent. Tu nicht auf eloquent. Er ist an seiner maximalen Ausdehnung und er kommt nicht ran. That's what he said. Er ist auf seiner maximalen Ausdehnung, aber er kommt nicht ran. Ja, glaubst du, ich habe da nicht absichtlich so gesagt. Hallo? Natürlich. Aber ich komme mit meinem Ausleger höher als du. Und zwar um genau 5 oder 6 Meter. Die Höhe ist nicht das Relevante, die Länge ist wichtig. Nein, es zählt nur die Vibrationsfunktion. Also wenn deiner vibriert, solltest du dich vielleicht mal ärztlich untersuchen lassen, Henrik. Warum? Du musst dir doch einfach nur gegen einen Betonpfeiler drücken, so ein Autokrat, dann fängt der an drum zu spacken. Los, leg ab das so. Betonelement. Decke betonieren, yay! Ah, der Gießmodus ist noch an, sehr schön. Natürlich. Wo? Ach, da! Dieses Ministück! Okay. Ja. Dann wollen wir mal, ne? Willst du dich da hinstellen, kriegst du eine schöne Betondusche noch dazu. Och nee, du. Aber hier ist tatsächlich der Fahrstuhl. Dann ist das tatsächlich Gießen, hier eine offene Halle. Gießen an, aus. Ja, das geht sehr, sehr, sehr schnell. Ich hoffe, ich werde vorher leer. Wagt es nicht. Kann ich sie irgendwo in die Landschaft kippen? Nee, das wirst du nicht wegkriegen. Verdammt, da ist es schon fertig. Betontreppe. Ich wollte gerade eine Betonpumpe. Was ist denn die Treppe jetzt? Die ist da rechts. Weg. Warum bauen wir eigentlich durch die Nacht hindurch? Warum gibt es hier kein Arbeitsschutzrecht? Du stehst frei, nach Hause zu gehen. Steffen arbeitet auch nachts weiter. Die Frage ist, wo wohnst du denn überhaupt? Also ich wohne in dem fetten Mehrfamilienhaus, das wir noch nicht gebaut haben. Und zwar alleine. Du und deine 15 Ego. Ich kann mir jeden Tag ein neues Streamingzimmer aussuchen. Ganz ehrlich, ich würde unter dem Dach wohnen. Und bei der Sommerhitze, hallo? Ja, aber du hast halt direkt Veranda und allem drum und dran. Ist auch geil. Kann ich von da oben auf den Briefträger spucken? Aber eigentlich ist mir das nicht hoch genug, das Gebäude, was wir das letzte Mal gebaut haben. Streng genommen ist es zu niedrig. Warum sind hier eigentlich überall Graffito an den Wänden? Warum nicht? Vandalismus. Das ist eigentlich nicht so ganz unüblich. Er schießt sie alle. Streng genommen ist es für eine Stadt sogar zu wenig. Um mal ehrlich zu sein und zu nett. Weißt du, was man jetzt noch machen müsste? Eine Seite von dem Aufzug aus Glas machen, damit die Leute auf der Treppe auf den Fetti schauen können, der in dem Aufzug steht. Du sprichst aus Erfahrung. Hast du mal Einkaufszentren gesehen? Da haben die doch auch für gewöhnlich gemacht. Ja, ja. Die sind auch alle klar. Ich gehe den Cut holen. Fundament ausheben. Da das kleine Stückchen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da machen dürfen.
Alex, ich brauche bitte den Muldenkipper. Ja, da willst du, was willst du denn da groß? Guck dir mal das Fundament an, was wir ausheben dürfen. Ja, du weißt doch, wie das hier läuft. Ich hoffe einfach mal, der Bug ist wieder da. Wäre es es nicht, dann werde ich sehr traurig. Muss ich da außen rumfahren, glaube ich, ne? Ja, da wo der... Das ist natürlich sehr elegant jetzt. Ich muss mal gerade den Kran... Wo Mitteltrockowitz steht. Kranowitz. Ja. Wir müssen uns mal Spitznamen für die ganzen Fahrzeuge hier ausdenken. Und es muss natürlich alles mit Owitz enden. Pumpowitz, Betongowitz, Walzowitz, Transportowitz, Muldowitz. Raupowitz. Muldowitz hole ich dir gleich. Bagowitz, Medium Kranowitz. Medium Kranowitz hört sich kacke an. Ist hier noch jemand zu einer kleinen Schelmerei aufgelegt, wenn ich ihn sage, den Namen Schwanzus Longus? Aus welchem Film ist das jetzt? Das Leben des Brian, natürlich. Ich weiß es gar nicht, war das Mel Brooks? Nee, Mel Brooks war Spaceballs. Google mal eben bitte, welcher Regisseur das Leben des Brian gefilmt hat. Oh Gott, ich muss doch Muldowitz holen. Jetzt sitzt sie in Full Speed und dann muss ich wieder langsamer fahren. Jetzt fahren wir hier mit Full Speed den Bahnsteig entlang. Full Speed, let's go! Übrigens, ich suche noch danach und ich bin mir sicher, ist irgendwann... Nee, leider nicht. Schade. Ich fahr mal über die Schiene. Packst du einfach rechts von mir. Jo. Das ist jetzt der Plan. Alles gut. So. Time to dig in. Jo. Wir machen zwar alles da komplett kaputt, aber läuft. Grün ist richtig gut. Kommt daneben. Ich werde mal kurz auf das andere Gleis fahren. Ich habe deinen Arm ein wenig unterschätzt. Der Bug ist nicht da. Mann, ich hasse dieses Spiel. So, das Leben des Ryan. Guck mal bitte, war das Mel Brooks? Weil der macht ja immer so Scherzfilme. Ich glaube aber, das war jemand anderes. Das Leben des Brian, gut, bla bla. Ist der von 1980? Ist der so alt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. 14. August 1980, Direktor Terry Jones. Terry Jones. Gentleman. Ah, es geht weiter. Sehr schön. Mehr Erde. Könnte es sein, dass wir hier so eine halbe Halle-Tour bauen? Kannst ein bisschen vorwärts ja fahren, wenn du möchtest. Ich. Sieht natürlich sehr schön aus, wie es da gerade ausgehoben wurde, das Fundament. Ja, wenn die Volumina der Schaufel richtig wären, dann könnte ich die Schaufel da einfach reindrücken und wäre mit einem Zug fertig. Das ist es auch nicht Sinn und Zweck vom Ganzen, ne? Doch. Ich will meine Exploit-Schaufel wieder haben. Mit der 300%igen Fasskapazität oder so. Ich glaube, die hatte eher so, keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich habe gerade die Uhr im Blick gehabt.
Ist die übereinstimmend? Das wäre cool. Nee, die ist starr leider. Wäre cool, wenn die Uhr mitgelaufen wäre. Das wäre so ein kleines Mini-Detail, das hätte ich voll gefeiert. Tja, und für das 1% nehmen wir jetzt den Spaten. Alex, steig aus! Der Spaten wird gebraucht. Ich hoffe, du hast meine versteckte Botschaft verstanden. Nee. Synchrones Rückwärtsfahren, pure Gönnung. Also ich fahre vorwärts. Wow. Tropf, tropf, tropf. Passiert schon mal. Mal die Chance, die ich gerade habe, und futtere mal mein Abendbrot, während du da aktiv arbeitest. Passiv arbeiten ist ein bisschen schwierig, ne? Natürlich mache ich ja gerade. So lange mehr Gehalt. Bahnsteigkante. Ja, warum? Die scheiß Bahnsteigkante hat nichts zu melden. Ist genau wie Italien. Hat auch nur Insolvenz zu melden. Großhalle hin, über die beiden Gleise. Ich will meinen Bagger wieder haben mit originaler Füllmenge. One day, one day. Bahnsteig um, bringt den um! Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante. Bringt ihn um, bringt ihn um! Willst mir jetzt aber nicht erzählen, du hast das Leben des Brian nie gesehen, oder? Doch, hab ich. Besser ist er aber auch. Ich hab den nie wirklich bewusst gesehen. Es gibt ja die Art von Filmen, die man halt aktiv guckt, weil man sie gucken möchte. Avengers? Nee. Und dann gibt's so Filme, die halt einfach irgendwann mal laufen, die man mal so passiv nebenbei guckt. Sharknado. Sehr auf jeden Fall. Weißt, den weißt du sofort, aber das Leben des Brian, da ist ja erstmal wieder Funkpause. Ja, ganz ehrlich, Sharknado ist der allergrößte Bullshit überhaupt und allein deswegen wieder cool. Wo wir gerade bei Bullshit sind, wusstest du übrigens, dass mehr Leute auf dem Mond waren, als Takeshis Castle gewonnen haben? Nee. 7 Leute haben bisher Takeshis Castle gewonnen. 12 waren auf dem Mond. Takeshis Castle lief doch jahrelang. Ja, und niemals hat jemand gewonnen. Am Arsch. Weißt du genau, was die wirkliche Herausforderung des Lebens ist? Ich glaube, das Problem bei solchen Sendungen wie Takeshis Castle läuft ja, glaube ich, heute auch gar nicht mehr, ne? Gar nicht mehr, ne? Ich glaube, wenn nur noch Wiederholung. Selbst wenn du da relativ gut in allen Kategorien bist, es ist ja ein relativer langer Marathon. Es ist ja nicht nur eine Station, du musst ja nicht nur ein Game gewinnen, sondern viele. Und vor allem ist es Sport.
Ja, und irgendwann wie wir alle wissen, halt, Sport ist Mord. Du bist halt irgendwann körperlich als auch mental durch. Also da erwarte ich halt dann auch irgendwann nichts mehr vom Menschen. Es ist klar, dass sie irgendwann Fehler machen und dann versagen. Was hältst du von meiner Buddelei hier? Ich nehme so viel mit, wie geht, ne? Also ja, es sieht, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Wächst ja nicht auf Bäumen. Nein, es wächst im Boden. Es sind Erdäpfel. Es ist schon gewachsen. Die 2% hättest du jetzt auch noch mitnehmen können. Diesen scheiß Bahnsteig um. Glaub mir, wenn du aktiv Bahn fährst, dann bringst du nicht den Bahnsteig um, sondern den Zug. Und ein letztes. Ich will meinen Bagger-Exploit zurück. Sofort. Es ist doch ein Steam-Spiel. Kann das nicht jemand hier mal fest reinmodden, dass die Bagger irgendwie so fünffache Buddelmenge haben oder sowas? Unendliches Volumen. Du kannst einfach eine Linie mit der Baggerschaufel durch den Graben ziehen und der Graben ist direkt perfekt alles auf grün. Genau. Das wär's. Ja, das ist auch Sinn und Zweck von so einem Spiel, dass man alles exploitet. Ja, die Frage stellt man allen Elite Dangerous Spielern, die den automatischen Docking Computer, den automatischen Undocking Computer haben, den automatischen Super Cruise Controller. Boah, mach doch einfach ein automatisches Spiel draus. Gibt es einfach ja. So, dass du so ein Elite Dangerous Klicker, sowas, was ich klicke 10-mal und gewinne, was weiß ich, 100 Arcs. Oder besser noch, die kapitalistische Version, kaufe 50 Arcs und erhalte 20.